So, und jetzt steigen wir hier wieder ein und Papi hatte gemeint, wir müssten die Energiequelle noch anschließen. Hallo? Aber hey. Wo? Glaubst du, Wittigs Tod wirft Abstergo zurück? Eher nicht. Klar, er war ein Pionier des Animus. Aber die haben die Technologie seit Jahrzehnten. Ah, komm. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will die Energiequelle anschließen. Aber wo? Hinten am Dölli vielleicht? Ja, beliebige Taste. Ja, genau, spring in den Tod. Da, nein. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ja, Fadi, wo rennst denn du wieder lang? Hier hinten ist ja nix. Energiequelle anschließen, ja. Halt. Was können wir da machen? Interagieren. So, Nachrichten. Na, das will ich nicht. Ich will die Energiequelle anschließen. Und finde sie nicht. Hey, Dev. Dann schmeißen wir uns heute wieder in den Animus. Ich bin gerade Desmond. Ich kann es fühlen. Ja, Monstforte. So, und wir spielen ihn wieder mit Connor. Das Glück wendet sich. Die Loyalisten ziehen sich vor den vorrückenden Patrioten zurück. Ihre Kontrolle über das Land wird jeden Tag schwächer. Die Templer dagegen werden immer stärker. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Hm. Meinst. Und somit auf Frieden. Ja, Frieden, das ist immer so eine Sache. So, wir sind in Sequenz 11 in der Devonport-Siedlung wieder zurückgekommen im Jahr 1781. So. Connor? Ja? Er verlangt nach dir. Er wäre da nicht jünger. Was sucht er denn? Achso. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Narren. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Okay. Ja. Connor, ich kam so schnell ich konnte.
Bringst du gute Nachrichten? Der Comte Grass sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Okay. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen, Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. Keine schlechte Idee. Der Plan klingt machbar, würde ich mal sagen. So, wo müssen wir jetzt denn hin? Was haben wir denn da alles? Das Herrenhaus, genau. Schnellreise. Glücksspiel. Siedlungsmission, ja, die müsst ihr auch mal erfüllen. Sägemühle, ja gut, das sind alles so Nebendinger. Und unsere Hauptmission geht aber hier weiter. So, wir müssen zu den Docks. Das ist schon mal klar. Und dafür müssen wir auf die andere Seite des Hauses. Warum springt denn jetzt da weiter der Affe? So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen planschen und schwimmen darüber. Das ist ein gutes Training. So. Okay, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob wir vom Hinkebein schon alles gefunden haben. Für seine Mission. Den können wir ja mal kurz anquatschen. Ich kenne meine gesammelten Werke leider nicht mehr. Schauen wir mal. Was hast du für mich? Das sind ein paar gute Stücke. Dafür kriegst du einen Brief, jawohl. Bitte schön, Captain. Den Rest hole ich mir später. Okay, immerhin. Captain Kidd Schatz, Fort Walcott untersuchen und Kids früheren Schatz finden. 6 Klunker für Hinkebein finden. Einen habe ich schon. Okay, aber wir gehen jetzt mal in der Main Story weiter. Und interagieren mal. Ich habe 2450. Das kostet 13.000. Passt auch nicht. Oh, shit. Ich habe zu wenig Geld, merke ich gerade. Ich kann nicht mal mein Schiff pimpen. So, Atlantischer Ozean. Und wir wollen... Die Schlacht von Chesapeake Hauptmission. Die Blockade durchbrechen, um in die Bucht zu gelangen und gleichzeitig den Schiffen der Loyalisten ausweichen. Ja, diese Maritime wollen wir starten. Aha. Kein Ton gesagt. Silentium, Silentium. Darf mal wieder Schiff fahren. So, jetzt lauter mal fertig da. Oh, ich höre schon, da geht schon ordentlich rund.
Chesapeake Bay, 5. September. Kann man nicht lesen, war zu hell. So. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Okay. Na, hoffentlich stellen wir uns dann ja allzu blöd an. Das ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. So. Okay, zoom in. Habe ich jetzt volle Segel? Allmächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen! Los, was schätzt du mich hin? Zu. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Ja, das hoffe ich auch. Der Feind nähert sich! Ah, weil jetzt drücke ich da automatisch, aber hat ja nicht geschadet. Halbes Segel! Und Feuer! Fotzen wir da mal ein paar weg. Wir sehen viel der Menschen! Kurz anpassen! Schieß! Feuer frei! So. Wie Kanonen beschädigt. Okay. Okay, die ist versenkt. Volles Segel! Volles Segel! So, da eine. Weniger Segel! Warum geht dieses Scheißteil nicht unter? Aber schnell!
Okay. Die hätten wir gepackt. Sehr schön. So, jetzt machen wir hier einen kleinen Break und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Eben nicht, dass hier irgendwelche... Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, euer Medaso. Und dann ballern wir die anderen Säcke weg. Für dich!